Okay, ich wollte heute mal ganz kurz was aufnehmen über Support-Spindeln, und zwar Baumwolle spinnen. Das hier ist die Baumwolle, es ist ein Kammzug von so einer langfasrigen Sorte, und langfasrig heißt in dem Fall ungefähr 1 Inch, 2,5 Zentimeter, wie man sieht. Baumwolle halt an sich sehr kurzfasrig. Dann habe ich hier eine Support-Spindel. In dem Fall ist es eine selbstgebaute. Hier dieser Glaswürtel, der wurde so nach so Wikinger-Spindel-Vorbild hergestellt. Das ist eine Replik. Ich mache mir hier ein bisschen Kammzug ab. Manche benutzen nicht den Kammzug, sondern benutzen Handkarden und machen sich dann sogenannte Punis. Ist so ähnlich wie diese Rolex, nur halt sehr viel kompakter. So, jetzt muss ich hier das Ende finden. So, gefunden. Support-Spinnen geht im Prinzip so, dass der Faden auf der Spindel den Stab so spiralig hochgeführt wird, und wenn die Spindel sich dreht, geht der Faden von der Spitze, also er wird in so einem stumpfen Winkel, sagt man, gehalten zum Spindelende, und jedes Mal, wenn die Spindel sich dreht, hüpft der Faden von der Spitze wieder runter, und der Twist, der geht dann in den Faden rein. Also zack, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6 Umdrehungen sind jetzt da drauf. Und damit es schneller geht, wird die Support-Spindel supported, also unterstützt. Und ich benutze hierfür so ein, es sollte eine Duftlampe sein, die ist aus einem Bergkristall rausgehauen, ein tierisch schweres Ding. Als Duftlampe total untauglich. Aber wenn ich die sozusagen vor mir auf den Stuhl stelle, dann habe ich da oben in dem aus dem Bergkristall rausgeschlagenen Schälchen die super Fläche, um die Spindel drin tanzen zu lassen. Ich überlappe jetzt einfach die Fasern und fange an, die Spindel zu drehen und gleichzeitig auszuziehen. Man merkt dann, dass der Faden Festigkeit hat, wenn er sich nicht weiter ausziehen lässt. Dann wird er aufgewickelt und gleich geht's weiter. Es gibt so dick-dünne Stellen am Anfang, wenn man den Faden bildet, und die gehen aber dann während des weiteren Ausziehens raus. Das ist halt auch so eine Charakteristik des langen Auszugs, dass die dicken Stellen, die es am Anfang noch gibt, sich währenddessen, wenn man den Faden weiter auszieht, dass die verschwinden. So. Ja, und so geht das im Prinzip immer weiter. Es gibt einen Grund, warum ich den Faden nicht sofort auf den Spindel, also auf die Unterseite der Spindel aufwickle. Und zwar, dass es zu lange dauern würde. Wenn ich jetzt den Faden so aufwickle, dann geht das so in einer flüssigen Bewegung und dann kann ich gleich weiterspinnen, wie man sieht. Und das mache ich dann im Prinzip so lange, bis sich das lohnt so richtig. Also bis sich da auf dem Spindelstab eine Menge Faden halt angestaut hat. Ja, ist fest. Und wenn es so ist, dann mache ich das mit dieser Schmetterlingstechnik oder diesem Unendlichkeitszeichen-Technik, wickle ich den auf meine Hand und dann wickle ich das auf die Spindel drauf.
Unterschied zu den meisten hängenden Spindeln ist es beim Support-Spindeln unnötig, einen langen Anfangsfaden zu behalten. Man kann sozusagen das wirklich so kurz halten und dann sozusagen direkt weiter ausziehen. Das war's.